Guten Morgen. So, ich habe jetzt hier gerade mal zwischen zwei privaten Terminen Zeit. Ungefähr, ja, eine halbe Stunde. Ungefähr, muss ich wirklich sagen, ungefähr. Und ich habe gedacht, da teste ich jetzt mal eine Ladekarte. Und zwar die EW E-Go. Man möge mir Versprecher in anderen YouTubes verzeihen, wo ich Rewe oder EWG oder wie auch immer. Also das Ding heißt EWE Go. Ich hoffe, jetzt habe ich es auch richtig gesagt. Wenn nicht, korrigiere es, wenn ich die Karte in der Hand habe. Und ja, wollte mal das hier ausprobieren. Und nicht nur das, es war ja jetzt auch die Preiserhöhung von NBW. Vorher war es für mich immer einfach. Ich habe meine ADAC-Karte dran gehalten und fertig. Und jetzt gucke ich halt mal wirklich, welche Karte ich nehme und wo ich mit der EWE Go-Karte überhaupt liege. Und das mache ich hier als erstes, bevor ich es da einstecke. So, zuerst gucke ich hier mal mit der Air Electric App. Und zwar hier in der Mitte, da ist schon die Ladesäule, wo ich bin. Ich bin hier gerade in Großsachsen. Ja, nee, das ist in Deutschland. So, und mal anklicken. Und dann kommt ja hier schon, wo ich mein Auto auswählen kann, was das Laden kostet. Und wenn ich hier drauf drücke bei Preis ohne Gewähr, werden auch andere Preise angezeigt. Und hier werden jetzt Preise angezeigt von ladende Tarife, wo ich auch die Karte habe. So, also am besten wäre hier wohl, wenn ich mit der Maingau laden würde. Aller hopp. Dann EWE Go Mobility Card. Ja, habe ich richtig gesagt. 836. Ach ja, und warum die EWE? Erstens, ich habe die noch gar nie ausprobiert. Und zweitens, die ist ja jetzt auch überall, ja, ich sag mal, empfohlen, weil die auch ein gutes Netz hat, wo man halt, und eine gute Preisstruktur, eine einfache Preisstruktur, wo man halt nicht jedes Mal so viel denken muss. Dann die InCharge, das ist die Wattenfallnummer, die ist genauso teuer. Und dann die ADAC E-Charge, das ist ja die NBW-Karte. Und die war die ganze Zeit bei mir natürlich ganz oben, kostet jetzt hier 42 Cent. Weil es noch dazu eine Nicht-NBW-Säule ist, sonst wird es glaube ich 39 kosten, aber vorher war es bei 29, also wäre sie ganz oben gewesen. Also die ist hier richtig runtergerutscht. Ja, macht auch nicht so viel aus. Ja. 8,15 Euro, 9 Euro, das sind ja hier alles so Beträge. Aber trotzdem, wenn man öfters an derselben Ladesäule steht, da kann man sich ja mal die raussuchen, wo ganz gut passt. Und die Shell Recharge für 13 Euro, die finde ich hier relativ teuer. Man kann hier auch das ausschalten und zieht alle Ladetarife und dann kann man mal gucken, ob man sich vielleicht noch irgendeine Karte besorgt. Hier steht auch dabei, dass es manchmal was im Monat kostet oder sowas. Ja, und hier ist dann hier die Maingau und hier die EWE Go. Ich kann aber noch bei einer zweiten App mal schauen. Und zwar habe ich hier die Chargepreis mal geöffnet. Selbe Spiel, Ladesäule anklicken. Da ist er auch so. Und hier kann man sich auch schön sehen in drei Spalten. Die erste Spalte zeigt den Ladepreis für den Bereich, den ich hier wirklich angeklickt habe. Und dann auch immer den für auf 80% und auf 100%. Und hier kann man aber, glaube ich, nicht vorfiltern, dass es nur die anzeigt, wo man auch die Karten hat. Ja, da kommen erstmal die ganzen Flats, logisch. Wo kommt denn meine hier? EWE Go kommt hier. Und da hätte vorher einfach Stromladen oben drüber ist die Maingau. Also die Reihenfolge ist hier genauso. InCharge, Wattenfall. Und irgendwo kommt jetzt da hier auch die ADAC-Karte jetzt ganz oben zu sehen. Also hier liege ich gut mit meiner Karte. Dann ja, fuchteln wir uns da mal rein. Meine Karte, die ich am meisten verwende, ist noch die NBW-Karte. Aber dieser schöne Platz, der muss er wahrscheinlich bald räumen, wenn ich mich entschieden habe, was die nächste ist. Und dann habe ich ja hier mein schönes Etui. Und da muss ich jetzt mal gucken, wo die überhaupt ist, die EWE-Karte. Brauche ich da beide Hände? Freshmile, nee. Wattenfall. Ist so eine schwarze, glaube ich, gell? Elli. Na gut, das wäre ein schneller Test, wenn die Karte jetzt gar nicht da wäre. Ich brauch mal beide Hände. So, da ist ja auch schon die EWE Go. Sehr, sehr schicke Karte. Ja, probieren wir mal, ob die hier tut und laden einfach mal ein kleines bisschen. Einfach mal zu schauen, ob es geht und wie die Abrechnung aussieht. Einfach mal, um hier einen Anfang zu finden. So, die Säule wird von den Stadtwerken Viernheim betrieben, Ort in der Nähe.
Ja, die gehen ganz schwer auf. Oder die gehen vielleicht erst auf, wenn man was gemacht hat. Aller hopp, heben wir mal die Karte dran. Karte akzeptiert. Steckdosen sind entriegelt. Jetzt ist auch grün. Dann mal schnell einstecken. Finde ich gar nicht schlecht, dass das hier verriegelt ist, wenn man nichts mit der Karte gemacht hat. Aha, wir sind verbunden. Wir warten. Ja, und Fahrzeug wird geladen. Und zum Laden die Karte wieder vorhalten. Ja, dann laden wir doch einfach mal ein bisschen, damit wir das dann sehen, wie das in der App aussieht. Ja, die App heißt Punktlandung. Ja, finde ich nicht wirklich so schlau. Ich hätte es jetzt einfach EWE Go oder sowas genannt. Muss ich immer ein bisschen überlegen, aber werde ich mich dran gewöhnen. Und ich klebe gleich eine Vorwarnung. Ah, und es ist wieder soweit. App schließen. Also die App funktioniert bei mir nicht mehr seit der Preiserhöhung bei NBW. Scheinbar sind jetzt sehr viele Leute rübergegangen, um das auszuprobieren. Und vielleicht ist es einfach zu viel für die Server. Aber es kann natürlich auch sein, dass es ein normales technisches Problem ist. Ich selbst habe ein Android mit einer alten Version. Upgedatet wird es eigentlich automatisch, die Apps. Und ja, kann jetzt hier nicht sagen, ob es wirklich an den Servern liegt oder an mir liegt. Aber wie gesagt, es geht nicht mehr. Seit damals. Aber wenn ich schnell was drücke, ich drücke ja mal auf Laden rechts unten. Zulassen, dass die App Bilder, ja, von mir aus. Ach, und hier könnte ich jetzt irgendwas abfotografieren, Barcode scannen. Das meinte ich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht sehe ich ja irgendwo meinen aktuellen Ladevorgang. Und schon wieder ist er weg. So, ich denke, ich habe jetzt hier genug getestet. Jetzt stecke ich es erstmal wieder aus. So, habe fertig mit Laden. Hier sieht alles noch gut aus. Hier ist auch eine kleine Grafik. Auch sehr schick gemacht. Karte dran. Da braucht ein bisschen lang. Bitte warten, bitte warten. Aber Ladevorgang beendet, hat funktioniert und lässt sich auch rausziehen. So, ein erfolgreicher Test, ein kleines Fazit. Also ich finde die Karte sehr schick, gell? Also mir gefallen die Farben hier. Gutes Design und die finde ich dann auch schnell hier in meinem Stapel. Das Laden hat technisch wunderbar funktioniert, sie wurde sofort erkannt. Klar ist es nicht allgemeingültig, ich habe es jetzt nur an einer Station ausprobiert, aber das ist ja schon mal sehr, sehr beruhigend. Zu der App im Moment noch gewischte Gefühle, weil ich jetzt nicht genau weiß, liegt es an mir oder liegt es an EWE Go, dass es nicht funktioniert hat. Irgendwann wird es wieder funktionieren und dann kann ich mir es ja genauer angucken. Dann noch zum Preis, ja, sie hält, was sie verspricht oder was die anderen auch empfohlen haben. Da gibt es ja auch immer diesen Ladekompass von E-Mobility. Da könnt ihr mal schauen und der Stefan zeigt ja freitags, also von Nextmove auch freitags immer im Ladedschungel aktuelle Karten und da ist diese Karte auch bei beiden genannt, weil sie halt eine einfache Preisstruktur hat. Es gibt immer irgendwas Billigeres, aber man braucht auch eine Karte, die man einfach mal schnell nimmt und lädt und weiß, da passt eigentlich ungefähr alles. Und es gibt wohl immer irgendeine, die irgendwie billiger ist, aber das ist dann sehr, ja, ihr seht ja, es ist mühselig. Aber es geht auch, ihr habt es gesehen, man konnte es schön raussuchen mit den zwei Apps, die ich euch gezeigt habe, hat also auch wunderbar geklappt. Insofern, Test erfolgreich bestanden. Was hast du für Erfahrungen gemacht bis jetzt mit der Karte? Das würde mich wirklich interessieren. Und wenn die auch gut sind, dann bekommt die Karte hier bei mir in der Ablage diesen priorisierten Platz. Ja, und wenn nicht, dann halt eine andere. Und ja, wenn das mit der App funktioniert und die Abrechnung ist, dann zeige ich die auch im Video. Und wenn du das auch sehen willst, ja, dann abonniere den Kanal, drück die Glocke, schreib Kommentare, alles diese wichtigen Sachen machen, wo immer alle YouTuber auch wollen. Und dann bist du da nächstes Mal auch wieder dabei. Hat mich gefreut, dass du zugeschaut hast. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.